Hey Freunde, herzlich willkommen aus der tiefsten Nacht. Bei euch ist bestimmt schon Tag, wenn dieses Video rauskommt. Bei mir ist es gerade jetzt 0:16 Uhr. Eigentlich wollte ich heute Atlas auf meinem Kanal bringen. Also das Spiel von Studio Wildcard. Ihr wisst schon, arg in Sea of Thieves Manier und sowas alles drum und dran. Bin gerade nur ein bisschen pissed. Also das Spiel wurde ja sowieso vom 19. auf... Jetzt haben wir den 23. verschoben. Na gut, verschoben wurde es in dem Sinne nicht. Es hat jetzt gegen 23... 0 Uhr kam jetzt endlich mal ein Update raus, dass man ja auch, dass man sich das Spiel überhaupt runterladen kann, dass man überhaupt reinkommt und so weiter. Ja, das Spiel wurde anscheinend sehr viel gekauft, alles drum und dran, und es gingen jetzt auch mal langsam die Server wieder online, und nachdem die Server online waren, ja, waren sie voll und sie stürzen jetzt permanent ab. Ich gucke gerade auf Twitch ein bisschen rum, bin jetzt gerade beim Beam noch drauf, gucke da noch ein bisschen rum. War bei PeteSmeet, habe geguckt, ob sie das gleiche Problem haben. Vielleicht liegt es ja auch an meiner Internetleitung, keine Ahnung, dass ich immer wieder von den Servern runterfliege. Aber nein, alle haben momentan die gleiche Kacke an der Backe und nervt mich gerade jetzt tierisch. Ich meine, gut, ich werde dieses Spiel spielen. Es ist ein Survival-Spiel, MMO. Eigentlich genau mein Ding, ich liebe sowas. Aber der Support und das Marketing, also ich rede jetzt nicht von Support, die jetzt von Nitrado mich in Informationen unterstützen, sondern von denen da. Das halt wirklich, keine Ahnung, man kann das doch eine Woche lang vorbereiten, dass man irgendwie was mit Servern hinkriegt. Jetzt sind da 16 Server und mehrere tausend Leute wollen da drauf. Auf einem Server passen 150 Leute und ja, 10 mal 150 sind wir mehr 1500. Ja, 1500 in der EU, das ist ein bisschen wenig, also das muss man schon mal sagen. Keine Ahnung, was da los ist. Ich meine, ja, ihr hört mich jetzt beefen und ich sage nicht, das ist ein scheiß Spiel. Ich habe vorher schon reingeschaut gehabt, war auch ganz okay. Für mich so eine, wie soll man das sagen, so eine Mischung aus Conan Exiles, Ark und Sea of Thieves. Also Grafik her mehr Ark, Sea of Thieves so mit ein bisschen das Feeling und Conan Exile mehr so die menschlichen Bewegungen, alles drum und dran. Ist eigentlich ganz geil. Das Spiel könnte auch super werden, aber warum verprellen die uns so sehr? Also ich, ja, was bist denn du für eine Baba? Darum geht's nicht. Wir als Spieler, wir sind ja gehypt. Wir freuen uns ja, wir freuen uns tierisch, dass wir dieses Spiel spielen können. Wir geben dafür Geld aus, ne? Also wir denken, boah, kann geil werden, arg in 40.000 Spieler, aber 40 sind es ja nicht. What? Also, kriegt bitte das Spiel auf die Reihe. Also ich meine, wir wollen doch nur zocken, wir geben doch dafür Geld aus, aber dass das dann beim Start wieder so daneben schießt. Ich meine, das war beim DLC von Ark, beim letzten, war das gleiche Problem. Also auf PC, es kam irgendwann 3 Uhr früh. Auf Konsolen wurde es gleich um eine Woche verschoben. Und da, wo es kommen sollte, da hat es auch noch ewig gehinkt und geruckelt. Und na gut, geruckelt nicht, aber es war alles voller Fehler und so weiter. Gibt es da keine Prüfung, keine Spieleprüfung, wo man sagt, okay, ich schaue da jetzt mal rein und dann prüfe ich das Spiel mal. Ja, aber ich weiß, da kommen mehrere hundert Leute drauf, aber ihr versteht, was ich meine. Also ich werde dieses Spiel definitiv spielen, aber ich muss meinen Frust auch mal loswerden und natürlich eure Meinung dazu hören. Ich will jetzt hier nicht irgendwelches Geflame und sowas drum und dran, das macht keinen Sinn. Ich finde es einfach nur blöd. Ich möchte ja für euch Videos machen, denkt mir, okay. 19 Uhr soll es kommen, 19 Uhr, 19 Uhr soll es kommen, ich mache mich so 2-3 Stunden an das Spiel ran, dass ich für euch irgendwie Content machen kann, dass ich vielleicht was präsentieren kann. Ich meine, ich konnte ja zwar reinschnuppern, aber da konnte ich noch keine Aufnahme machen, weil ich mir selbst erstmal anschauen muss. Von dem Sinne geht's, es läuft auch sehr gut. Fehler, die gleichen wie bei Ark. Aber das kennen wir ja mittlerweile. Ich meine, jeder, der Ark spielt, der hat eine hohe Schmerzgrenze mittlerweile. Deswegen, das stört mich nicht so. Das Feeling ist gut. Es könnte auch ein gutes Spiel werden, wenn irgendwie... gut, ich habe mich jetzt eigentlich, denke ich mal, genug aufgeregt. Ich denke mal, alle, also großteils versteht's. Bevor jetzt eine Frage kommt, wann kommt es dann für die PlayStation? Irgendwann Ende 2019 wurde gesagt, im Frühjahr, also Januar, Februar, März, April soll es für die Xbox kommen und jetzt ist es erstmal für PC da und die Server. Okay, ich höre jetzt auf mit rummeckern. Wie gesagt, es ist kein Hate,
ich will dieses Spiel unbedingt spielen. Ich denke mal, ihr vielleicht auch, also die PC-Spieler unter euch oder die Xbox-Spieler und irgendwann 2019. Sorry, Freunde, ey, das ist, ich weiß, die PlayStation hängt da wohl ein bisschen her, weil kein Early Access Support. Gut, mal jetzt erstmal Feierabend. Info an euch ist raus. Warum kein Video jetzt sofort da? Ich hau mich jetzt erstmal ein bisschen in die Koje. Andere Spiele rendern gleich, also ich schneide gleich noch Videos davor, vorm Pennen gehen und dann sehen wir uns hoffentlich ja bald wieder. Wenn es irgendwelche Updates, News und sowas alles gibt, werdet euch da am Laufenden halten. Okay? Gut. Haut rein, habt einen schönen Tag, macht's gut. Ciao.